Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du ein 60 € PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 € weniger mit dem Code Chappy. Alles, was wir irgendwie haben wollen. Sollten wir jetzt für die nächste Zeit irgendwie noch... Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal für den Support gerade auf dem letzten Video bedanken. Wirklich absolut krass. Willkommen an die ganzen neuen Abonnenten. Es ist schön, dass die Community immer noch Bock auf Call of Duty hat, obwohl wir viele Jahre jetzt hinter uns haben, wo wir manchmal mehr, manchmal weniger enttäuscht worden sind. Ich freue mich einfach darauf, dass wir dieses Jahr trotzdem wieder die Chance haben, ein bisschen einfach Multiplayer zu zocken. Vielleicht ein bisschen von dem Battle Royale-Modus wegkommen, den wir jetzt seit 3, 4 Jahren in verschiedensten Spielen als Hauptthema eigentlich haben. Egal, ob das PUBG war oder Warzone oder Blackout oder Fortnite oder es gibt mittlerweile so viel Battle Royale Games und selbst ich habe ja wirklich Spaß dran, aber ich finde, es wird einfach wieder Zeit für einen guten Multiplayer, für ein gutes COD, was uns für ein Jahr, vielleicht auch nur ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr wirklich begeistert. Heute werden wir über das neue Scorestreak-System sprechen, was komplett anders ist und komplett neu ist als alles, was wir bisher in allen CODs gesehen haben. Und die heftige Info und die Erklärung, warum das neue Scorestreak-System zu relativ hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgt, dass wir entweder ein sehr schwaches Skill-Based Matchmaking haben oder sogar gar kein Skill-Based Matchmaking. Da hat sich jetzt in den letzten 12 Stunden so ein bisschen was ergeben und darüber wollen wir heute reden. Bevor wir direkt damit anfangen, Leute, würde ich mich freuen, wenn wir wieder 100 Likes schaffen. Ich glaube, auf dem letzten Video sind wir bei 250. Absolut heftig. Also Leute, lasst jetzt ganz gern ein Like da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wenn ihr neu seid, schenkt mir gern ein Abo, wenn ihr überzeugt seid. Ich freue mich riesig. Willkommen an alle. Lasst uns los. Das neue Scorestreak-System in Call of Duty Black Ops Cold War ist komplett anders als das, was wir bisher je gesehen haben. Die Grundidee dahinter ist absolut clever und wirklich eines Treyarch-COD würdig. Und bevor viele jetzt immer noch sagen, hey, das wird nur für die Noobs gut und die ganzen guten Spieler haben es jetzt noch schwieriger, lasst mich das Ganze ganz entspannt runterbrechen. Das neue Scorestreak-System sorgt dafür, dass wenn wir einmal sterben, unser Progress, das heißt unsere Entwicklung zu unseren Punkten, nicht gelöscht werden. Wenn wir 1000 Punkte haben, aber dann sterben, wird die Streak trotzdem bei 1000 Punkten bleiben. Das heißt, wir können das neue Leben starten, wieder neue Kills machen und wieder weiterarbeiten. Das Grundsätzliche daran ist, dass die Score-Streaks deutlich mehr Punkte kosten als in irgendeinem anderen COD. In Black Ops 4 zum Beispiel war die teuerste Score-Streak, glaube ich, das Mutterschiff und es hat gekostet 1600 Punkte. Die in der Alpha verfügbarste, teuerste Streak war der Chopper Gunner für 6000 Punkte. In COD Black Ops Cold War bekommt ihr für jeden Kill, den ihr macht, wenn wir jetzt von einem Standardmodus ausgehen, ihr macht keinen Kill auf einer Flagge, ihr verteidigt keine Flagge, ihr greift keinen auf einer Flagge an, ihr macht nur einen Kill irgendwo, dann bekommt ihr aktuell 50 Punkte dafür. Wenn man jetzt überlegt, dass man 6000 Punkte benötigt, um einen Chopper Gunner zu haben, müsste man ja rein theoretisch dann 120 Kills machen, um den Chopper Gunner zu bekommen, was viel zu viel ist. Bei Black Ops 4 brauchtet ihr allerhöchstens 16 Kills, wenn ihr 100 Punkte pro Kill gemacht habt, ohne Ausrüstung genutzt zu haben, ohne extra Punkte bekommen zu haben, ohne alles. Dazu gab es noch das ComSec-Gerät, was dafür gesorgt hat, dass ihr 300 Punkte weniger gebraucht habt. So funktioniert es in Black Ops Cold War aber absolut gar nicht. In Black Ops Cold War bekommt ihr einen Punktemultiplikator, je nachdem auf was für einer Killstreak ihr seid. Habt ihr also den ersten Kill gemacht, erhaltet ihr normal 50 Punkte. Macht ihr einen zweiten Kill, erhaltet ihr die 50 Punkte für den Kill und weitere 50 Punkte als Bonus dazu. Macht ihr den dritten Kill, natürlich ohne zu sterben, bekommt ihr wieder die 50 Punkte Standard und ein 100 Punkte Standard, Bonus dazu. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Kill macht in einer Killstreak, bekommt ihr mehr Punkte dafür. Dann gibt es nochmal große Punkte-Boni auf den Leveln 5er-Streak, 10er, 15, 20, 25, 30.
30 und so weiter. Das bedeutet, ihr bekommt, wenn ihr auf einer 5er Streak seid, insgesamt knapp 1500 Punkte mit dem Punktebonus nach dem 5. Kill und den Punkten vorher. Das alles unter der Bedingung, dass ihr nicht mal einen Kill auf einer Flagge macht oder. Solltet ihr auf einer 5-Kill-Streak sein und eine Flagge einnehmen, bekommt ihr nicht die 50 Punkte für die Flagge, sondern den 5-fachen Bonus für diese Flagge. Macht ihr einen Kill auf der Flagge, während ihr auf der 5-Kill-Streak seid, bekommt ihr wieder einen Bonus. Das bedeutet, diese 6000 Punkte sind zwar relativ hoch, aber ihr habt die Möglichkeit, sobald ihr auf eine Streak geht, die schneller und immer schneller und immer schneller zu sammeln und zu erreichen. Was das unter anderem bedeutet, ist, dass Leute nicht mehr dafür profitieren bzw. belohnt werden, wenn sie in der Ecke sitzen, wenn sie in der Herrschaft die Flanken nicht mit einnehmen, nicht mit verteidigen, wenn sie einen Abschuss bestätigt, die Marken nicht einsammeln. Das heißt, wir haben eine Art Killstreak, Score-Streak, Mischung, so kann man das wirklich sagen. Etwas, was wir ein bisschen in Ghost hatten und ein bisschen in MW3. Das ist aber nicht so schlimm wie in WW2. Wie hieß das? Ich glaube, Verstärkung hieß das Perk. Da habt ihr dann die Möglichkeit gehabt, egal wie oft ihr gestorben seid und egal was ihr hattet, sobald ihr die Mindestpunktzahl habt, habt ihr eure Streaks einmal im Game bekommen. Das war absolut nervig, weil wirklich der schlechteste Spieler mit den höchsten Streak belohnt wurde, nur weil er am Spiel teilgenommen hat. Das ging dann schon Richtung Spezialisten in Black Ops 4, wo man einen Spezialisten automatisch bekommen hat, egal wie man abgeschnitten hat und damit Kills gemacht hat. Im neuen Black Ops Cold War ist das nicht so. Die Streaks werden zwar nicht wieder zurückgesetzt, aber um diese großen Streaks zu erreichen, müsst ihr verschiedene Killstreaks selber erstmal erreichen. Ihr müsst erstmal eine 5er Killstreak schaffen, eine 6er, eine 7er. Vielleicht sterbt ihr nach der 5er, dann geht dieser Bonus zurück, ihr macht wieder den ersten, zweiten, dritten Kill und sammelt wieder weiter dazu. Das sorgt aber dafür, meiner Meinung nach, dass sehr gute Spieler dafür belohnt werden. Wenn ich auf eine 10er Streak gehe und sterbe und sofort wieder auf die 10er Streak gehe, dann komme ich zu diesem Chopper Gunner. Wenn ich als schlechterer Spieler aber nur in der Ecke sitze, weil ich auch keine Lust habe, am Spiel teilzunehmen, habe ich den Nachteil, dass ich immer, wenn ich ein oder zwei Kills mache und dann sterbe, sagen wir mal, ihr schafft 2 Kills und sterbt und das macht ihr die ganze Runde, dann braucht ihr 60 Mal diesen Bonus, diese Killstreak, damit ihr den Chopper Gunner am Ende erreicht. Und da kann ich euch sagen, 60 Kills oder das Ganze 60 Mal durchziehen, ist relativ schwierig. Das Ganze wird dafür sorgen, dass es für gute Spieler aber auch etwas schwieriger wird, automatisch hohe Killstreaks sehr oft zu erreichen, weil ihr sehr häufig auf eure Streaks gehen müsst. Und jetzt kommt der Kasus Knacktus an der ganzen Sache. Dadurch, dass sie dieses System implementiert haben, dazu muss ich kurz noch sagen, ihr könnt nicht einfach nur eine Drohne auswählen und alle 10 Sekunden dann mit diesem Punktebonus die Drohne rausknallen. Das wäre ja dann machbar, wenn ihr auf einer 5er Killstreak seid und mit jedem Kill sozusagen 400 Punkte bekommt, braucht ihr ja nur einen Kill machen und kriegt die neue Drohne. Die Streaks haben eine Cooldown-Time aktuell von 90 Sekunden. Jede Streak braucht, wenn ihr sie aktiviert habt, 90 Sekunden, selbst wenn ihr die Punkte gesammelt habt, bis ihr sie wieder aktivieren könnt. Das bedeutet aber auch, dass nicht am Himmel plötzlich 1 Million Drohnen sind, Konterdrohnen und sonstiges. Dazu kommt, dass es ja eben eine neue Feldaufrüstung gibt. Das ist dieser kleine Raketenwerfer, der von jedem genutzt werden kann. Und dieser kleine Raketenwerfer visiert automatisch Drohnen, Konterdrohnen an und schießt diese vom Himmel. Das heißt, ich glaube, sie haben sich damit schon ein bisschen in die Richtung begeben, dass nicht ein ganzes Team plötzlich Drohnen zieht, weil es nur auf Drohne spielt. Und der Cooldown-Time sorgt auch noch dafür, dass das nicht so einfach ist. Und jetzt kommt wirklich das Interessante daran. Dadurch, dass sie dieses System implementiert haben, sorgen sie trotzdem dafür, dass wirklich Beginner- und Anfängerspieler in den Genuss kommen, auch kleinere Streaks im Game zu bekommen. Vielleicht schaffen die mal eine 2er oder eine 3er Streak. Vielleicht nehmen sie mal eine Herrschaftsflagge ein. Vielleicht nehmen sie in Stellung mal kurz die Stellung ein. Aber sie werden ja eher unwahrscheinlich auf eine 25er, 30er Killstreak gehen und kriegen dadurch dann ja nicht automatisch die höchsten Streaks. Das bedeutet, dass die trotzdem Spaß am Spiel haben könnten und Spaß haben werden, auch wenn sie erstmal nur ein paar kleinere Streaks bekommen, auch wenn sie sterben. Denn egal, ob sie sterben oder nicht, sie können einfach bei diesem Progress weitermachen. Und das, Leute, wurde gestern von Matt Scrons, der eine Lead-Senior-Designer von Treyarch, einmal so angegeben, dass sie eine andere Möglichkeit gesucht haben als Skill-Based Matchmaking. Skill-Based Matchmaking, wisst ihr, sorgt auch dafür, dass
schlechte Spieler einen Vorteil bekommen, indem sie in schlechtere Lobbys gesetzt werden, in Lobbys mit schlechteren Spielern, damit die sich da gegenseitig auf den Kopf hauen können. Und er hat geschrieben, das hat er, glaube ich, eine halbe Stunde später wieder gelöscht, nachdem da viele große Leute drauf eingegangen sind. Er hat geschrieben, wir wollten eine Option und eine Alternative zu Skill-Based Matchmaking, so dass auch die guten Spieler der Community eine Möglichkeit haben, gut zu spielen und nicht nur gegen Starke zu spielen. Das bedeutet für mich relativ klar, dass hinter den Kulissen das Thema Skill-Based Matchmaking absolut mit da war und dass sowohl Treyarch als auch Activision zusammen daran gearbeitet haben, dass eine Option im Spiel ist, was uns vielleicht nicht die einfachsten Lobbys beschert, aber das Thema Skill-Based Matchmaking zumindest bis zu einem gewissen Rahmen aus dem Spiel nimmt. Ich bin von dieser Idee und von der Umsetzung absolut begeistert und freue mich riesig, dass es dieses Jahr etwas Neues gibt, woran wir uns wirklich gewöhnen können und müssen. Sollte Treyarch mit diesem neuen COD also die Möglichkeit geschaffen haben, dass wir einen COD-Multiplayer haben, in dem Skill-Based Matchmaking nicht so strikt ist, nicht so extrem und uns guten Spielern mehr Möglichkeiten gibt, spaßeshalber zu spielen, dann haben wir alles, was wir irgendwie haben wollen. Ich glaube, die haben eine richtig gute Möglichkeit dieses Jahr gefunden, uns schönere Lobbys zu bringen, mehr Spaß für alle, egal ob guter, mittlerer oder schlechter Spieler. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.